Hi und willkommen zurück zu meiner neuen Folge God of War. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg zum Berg und in der letzten Folge haben wir eine Art Endkampf hier gehabt. Gegen so einen Zyklopen, Riesen, whatever. Und ja, wir haben uns hier noch nicht so wirklich umgeschaut, das erledigen wir jetzt. Kann ich da hoch? Jupp. Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Hacksilber nehme ich an. Jupp, Hacksilber. Und was ist das da oben? Atreus geht da lang. Dann nehme ich an, ist das hier optional. Ah, Moment. Was ist das? Das ist doch so eine Rune. Da muss hier irgendwo so eine Kiste sein, ne? Okay. Da stand jetzt nichts von Rune ist bla 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 bla. Haben wir hier noch was Feines? Genau. Noch mehr Hacksilver. Moment. Die leuchtet jetzt wieder. Das ist so ein Rätsel, was wir in der Form noch nicht hatten. Ich nehme an, das ist der Weg, wo es weitergeht. Deswegen meiden wir das erstmal. Bisschen Energie nach dem Bosskampf ist immer schön. Und hier ist diese fucking Kiste. Da ist eine Rune, da ist eine Rune. Und die wir eben betätigt haben, das ist die letzte bestimmt. Und ich nehme an, wenn das hier so ist, muss man das unter Zeitdruck machen. Hier komme ich nicht hoch. Atreo! Oder warte mal. Kann man das da zertrümmern? Ja, und dann kann Atreus da bestimmt hoch. Atreus, Kette runterlassen. Atreus? Ah, da ist er. Ich hoffe, die Höhle da ist der richtige Weg und nicht das hier. Was ist das da? Junge. Interessant. Sollte ich mir aufschreiben. Neue Wissensmarkierung. Okay. Dann versuchen wir jetzt mal, das in der Zeit, die mir vorgegeben wird, hier zu lösen. Ich müsste von hier aus eigentlich das Ding treffen. Jupp. Axt schnell zurück. Und jetzt Beeilung, Beeilung, Beeilung. Und jetzt das da noch. Nicht getroffen. Und ich habe den Eindruck, ich bin zu langsam. Kommt man, wenn man da lang läuft, da schneller hin? Könnte möglich sein, aber von da aus treffe ich die dann nicht. Beeilung, Kratos. Schnell wieder her und jetzt schnell dahin. Nein, ich hab's versaut. Ich wäre, glaube ich, schnell genug gewesen.
Oh Mann, ey. Und jetzt Beeilung. Oh Mann, ey. Ich versau das, weil ich zu schnell sein möchte. Das ist bestimmt mega easy. So, jetzt lasse ich mir mal ein bisschen Zeit. Und das war zu lange, weil der Buchstabe weg ist. Ein bisschen näher ran. So. Okay, das war schnell genug, ne? Huh. Nice gemacht auf jeden Fall. Nicht so das typische Axt werfen, das ist ein Apfel, ne? Yes, das ist der zweite. Beim dritten kriegen wir eine Gesundheitserhöhung. Okay, dann geht's jetzt hier weiter in der Höhle. Okay, das ist Energie, die brauche ich nicht. Was hast du da? Hacksilver. Nice, nice, nice. Junge, ich kann dein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste. Okay. Ein Tier. Da unten, ein Wildschwein. Gehen wir den jetzt echt jagen? Okay. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Bam! Ach, scheiße, falsche Taste. Bam! Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Okay. Interessant. Kein normales Schwein. Der Pfeil ist auch einfach abgeprallt. Das ist schon sehr suspekt. Und was ist da passiert? Bleib Wasser. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Das ist ein Vogel auf jeden Fall. Das sah mal nach einem Dorf aus oder so. Das sind hier diese ganzen Typen, die zu diesen komischen blauen Freaks... Manche Leichen sind diese komischen toten Dinge. Genau. Und da ist ein einzelnes Bein. Kann man in die Häuser rein? Jawohl. Hacksilver. Sonst scheint hier nichts zu sein. Ich schaue mich mal jetzt hier mal ein bisschen genauer um. Und was ist das für ein komischer Vogel? Der sieht irgendwie durchsichtig aus. Auf jeden Fall sieht das strange aus. Komme ich da rein? Nein. Das kann ich zertrümmern, jawohl. God of War, hier können wir alles zertrümmern. Da kommen wir rein. Haben wir noch ein bisschen Hacksilver. Sieh dir das mal an. Ja, gleich sofort. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Alles mitnehmen, was es gibt. Ja, das sind mehr Leichen, ne? Okay, er geht nach dahin. Kommt man da oben irgendwie rein? Ne, da kann man da nicht drauf, okay. Oh, der hat was. Noch hier. Was hast du? Ein Gesicht der Magie, sehr schön. Alter, wir haben schon 6 Stück davon. Von 9.
kann ich nicht rein. Das kann ich bestimmt kaputt machen, genau. Da kann ich noch hoch. Da ist nämlich noch eine Kiste. Ja, ich wollte die nicht kaputt machen, ich wollte die aufmachen, Kratos, ne? Noch mehr Hacksilber. Sehr, 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 sehr schön. Vielleicht sehen wir von hier oben auch schon irgendwas. Anscheinend nicht. Kratos, gehst du auch bitte wieder runter. Dankeschön. Hä? Ah ne, das war nur Feuer. Ich dachte, da wäre irgendwie ein Item. Ah, die Siedlung geht weiter. Das ist das nächste Haus. Oh. Hier ist noch einer lebendig. Den hat Atreus zum Glück angedeutet, ansonsten hätte der mich überrascht. So, zack. Das war gar nicht so schlecht. Und du willst das beurteilen können, du kleiner Hosenscheißer? Da, er ist unter der Säule durch. Hä, was? Ich hab dich doch erledigt. Komm, gucken wir uns gleich an. Ich bin schon sehr gespannt, was es mit diesem blauen Typen auf sich hat. Weil normal ist das nicht. Ja, das war unglaublich laut. Normalerweise wird das Schwein abhauen. Ich schaff das. Ellbogen hoch, Hand ruhig. Entspannen. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. Hm. Und warum ist alles jetzt auf einmal ein Treffer? Hat er das beim ersten Mal nicht richtig gemacht? Oh, er hat das Messer seiner Mutter verloren. Das gibt einen Anpfiff. Das gibt einen Anpfiff. Ein Anpfiff, der sich gewaffen hat. Das. Dafür kenne ich Kratos. Junge. Atreus? Wo ist Atreus? Hier links und rechts kann ich anscheinend nicht lang. Junge! Und die Musik schwenkt um, okay. Und wir sehen nichts. Wo bist du? Gehen wir mal hier lang. Was ist das da? Eine Fackel. Kann ich ihn nehmen? Nö, anscheinend nicht. Ja, ich sehe aber nichts. Hier ist neblig. Ist das Laub oder ist das einfach Blut? Ne, ist Laub. Ah, ja. Ich gehe mal links lang. Ohne Sackgasse, okay? Alter, da passiert doch gleich. Die Musik ist auch nicht umsonst so. Bin schon sehr gespannt. Okay, da ist eine Fackel. Kato, spring da bitte rüber. Atreus. Das kam von rechts. Hier scheint nichts zu sein, aber ich bin immer ein bisschen vorsichtiger und guck mir alles an. Warte auf mich, Junge! Okay. Atreus! Jetzt antwortet er nicht, okay. Geh mal hier rechts lang. Okay, das kam von der anderen Seite. Atreus! Okay, wer ist das? Um.
What the hell? Das Bild schwankt so komisch. Ich kann mich nicht bewegen. Leute, was ist das? Seriously, ich kann mich nicht bewegen. Lol. Ich tu mal den Kontrollpunkt neu starten. Ich habe schon gesehen, dass fast täglich God of War neue Updates installiert. Also ich bin, glaube ich, jetzt bei Version 1.17. Und ja. Junge. Vielleicht war, ist das ein, ist das hier gerade ein Bug? Keine Ahnung. Wir können uns jetzt ein bisschen schneller bewegen, auch weil ich den Weg wahrscheinlich schon wieder vergessen habe. Hab ihn gefunden. Ja, ist gut. Hauptsache, der scheiß Bug taucht gleich nicht wieder auf. Atreus! Er wird langsamer! Dass das Spiel Kontrollpunkte hat, ist halt sehr gut. Warte auf mich, Junge! Atreus! So, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe keinen Bock, dass das schon wieder hängen bleibt irgendwie. Atreus! So. Genau. Warum ist das einfach eben hängen geblieben? Das war ja eine Art Cutscene. Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht. Er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten. Bitte. Halten. Er verliert Blut. Ist das nur ein fucking Schwein, Mann? Seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Okay. Art Minispiel? Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Bitte, halt sie gut fest. Du musst beide Seiten gut festhalten. Gut, jetzt zieh sie zusammen, aneinander. So nah. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Er darf nicht sterben. Okay. Gut. Er scheint das erste stabil zu sein. Fucking Wildschwein. Greta. Hier lang. Alter, krass. Der hat blaue Augen irgendwie. Hat das was zu bedeuten? Kann ich auch schneller laufen? Oh Gott. Ja, der wiegt einiges bestimmt, ne? Ah, das ist geil animiert. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Wenn es der letzte in der Art ist, was ist das da vorne? Das sind doch auch fucking Schweine. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Billy. Ciao. Okay, krass. Ich hab da rechts so ein Dings, so ein Brocken gesehen, den Atreus lesen kann. Ist der nett? Junge.
Das ist eine fucking Schildkröte. Keine Gefahr, versprochen. Alter, das ist richtig geil gemacht. Das sieht richtig geil aus. Lassen Sie mal, die Grafik muss denn gerade spielen. Das sieht richtig geil aus. Schnell. Was hat er denn jetzt auf einmal? Will er hier nicht rein? Leg ihn auf den Kreis da. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Was noch? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Okay. Da ist die Bestätigung. Atreus weiß nichts von der Vergangenheit von Kratos. Ist das das Weiße da? Okay, die geile Schildkröte ist weg. Die Baumschildkröte oder was das ist. Ne, das sind Fische, okay. Dings. Hintern Haus, sagte sie, ne? Zugeben. Warte, ich guck mal gerade auf die Karte. Ich bin da und dahin soll ich. Das hier ist auch ein Garten. Ah, Moment. Ich mag sie. Immerhin wohnt sie unter einer Schildkröte. Du bist zu offen zu ihr. Wir wissen nicht, ob wir ihr trauen können. Sie will uns nicht töten. Noch nicht. Na, wenn sie das wollte, dann wären wir, glaube ich, schon hinüber. Aber wo ist jetzt dieses fucking Kraut? Sie sagte was doch von Garten, oder? Habe ich mich da verhört? Ah, ich hab's gefunden. Alles klar. Aber wie komme ich dann gleich zurück zu der Stelle, wo eben dieser fucking Stein war? Naja. Pflücken wir erstmal das Zeug hier. Weil ich muss ja Atreus bei mir haben, damit der Stein gelesen werden kann, weil Kratos ist zu dumm dazu. Kratos hat andere Qualitäten. Aber wir sind, glaube ich, im hinteren Bereich des Hauses. Hilfst du mir? Ich schaffe
nicht allein. Was schaffst du nicht? Wo bist du überhaupt? Atreus? Ah, da. Hilft das hier? Oh, jetzt gibt's den Einlauf. Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück und zwar in der nächsten Folge. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, hoffe, dass ihr dann in der nächsten Folge wieder dabei seid. Ciao!